den seine Let's Plays, die waren am Anfang jetzt, naja, er hatte technische Probleme, aber die sind jetzt besser geworden. Also, wer unbedingt noch jemanden Let's Playen sehen möchte und keine Lust hat auf die ganz großen wie Funk Royal oder CK oder was weiß ich, der sollte doch einfach mal bei ihm reinsehen. Der hat eine ganz sympathische Stimme und spielt einen Klassiker. Naja, nicht so ein Klassiker, wie ich das jetzt hier tue mit Chrono Trigger. Das ist ja schon eher ein bisschen altbacken ist. Nein, er spielt Zelda. The Link to the Past? Nein, Ocarina of Time. Und hier hat's doch gerade geblinkt. Ja, ich bilde mir das nicht ein. Eine Kraftpille. Yes. Ja, ich rede zu wenig mit den Leuten. Nicht übertreiben. Na super. War das jetzt die Antwort? Ich lege die Rüstung an und kämpfe gegen diesen dummen Magus. Yeah. Machen wir ihn fertig. Gucken wir mal. Hier kriege ich also eine neue Rüstung und ich habe eine Menge Geld. Also könnte ich mir das Ding doch kaufen. Mache ich doch glatt mal. Ich brauche das dreimal. Zack, dreimal. Und hier einmal, weil Dingens ist ja nicht gerade dabei. Und eine neue Rüstung ist echt genial, weil. Weil besser, genau. Selbst hier hatte ich nicht mal die beste. Oh, du Scheiße, da kommt ja schon weit. Hier habe ich jetzt den. Ah, falsche Taste. Den Helm habe ich vergessen. Genau, perfekt. Ja. Was habe ich gesagt? Ja, der macht Zelda Ocarina of Time. Und ja, wenn ihr das Spiel schon immer gemocht habt, dann ist das auf jeden Fall ein Kandidat, wo ihr es euch einfach mal ansehen solltet. Weil, ich denke, es hat wirklich eine sehr sympathische Stimme. Nämlich hier, den Hastgott. Ist ja fast so. Wow, Chrono ist echt fix. Wenn ich jetzt. Was machen die Handschuhe? Ach, die machen Angriffskraft. Ich könnte natürlich noch die Geschwindigkeit noch weiter steigern, weil. Ich so ein Spieler. Wow, ups, ist das schwer. Denn seine Rüstung ist zu schwer. Aber ich kann die anderen erstmal verkaufen. Dum, 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 dum. Ja, was soll ich sagen? Ja, wer das Spiel eigentlich mochte, der soll sich es gerne mal ansehen. Es lohnt sich. Und er ist wirklich besser geworden. Also, das ist ein Verspr so sein letztes Video ist wirklich eine klasse Qualität. Ich habe es mir selbst angesehen. Also, seht es euch an. Ja. Wenn ihr möchtet. Also. Wenn ihr Zeit habt und Lust habt und denkt, oh, ja, hier, Chrono Trigger ist so 2D, so bäh, langweilig, dann guckt euch das an. So, jetzt überspeichern wir noch den alten Spielstand, weil das habe ich jetzt schon hochgestellt und wir stellen fest, wir sind immer noch im gleichen Kapitel. Hier geht es anscheinend nicht weiter, aber ich dachte, ich war das letzte Mal bis da hochgegangen. Nein, anscheinend nicht. Dann gehen wir jetzt hier hinein. In Fionas Wohnung. Wer ist Fiona? Oh, die Wälder bedeuten uns viel. Deswegen passe ich auf sie auf. Welche Wälder? Und wieso sieht das Haus so aus, als ob es da noch weitergeht? Und ich war dort schon mal. Gut, im Zauberwald war ich jetzt. Auf dem Berg war ich jetzt. Da nach rechts ging es nicht mehr. In der Kathedrale war ich. Im Schloss war ich. Auf die Brücke konnte ich nicht mehr. Ich vermute mal. So, jetzt nach Adam Ries. Ich muss zurück in die Zukunft. Und ich liebe es, das zu sagen. Weil es ein toller Film war. Also, tolle Filme. Es sind ja, glaube ich, drei an der Zahl, oder? Uiuiui. Also, das ist jetzt böse, dass ich das nicht weiß. Kult und so. Okay. Und, total schwache Gegner. Könnte man eigentlich auch weglassen. Aber egal. Okay. Was bringt Geld und ein Äther und ein Tonic und die lassen Unmengen von Zeug liegen. Das ist erstaunlich. Und wir laufen hier rüber, dann laufen wir da runter. Ja, gibt es noch was zum Erzählen? Ja, wie gesagt, mit meinen regelmäßig Online-Stellen. Ja, morgen habe ich bis tief, tief in die Nacht zu tun. Wunderbar. Erst Uni, dann nochmal Uni und. Vielleicht finde ich gegen Mittag Zeit, um mal etwas abzudrehen. Aber ich weiß nicht. Es ist eher vage, vage, vage. Und ich habe natürlich Geld ausgegeben, für das ich jetzt kostenlos haben können. Bah. Da drüben war allerdings Tag. Und wo geht's hier hin? Vorbei. Ja, ich habe hier keine neue Magie, also gehe ich darüber. Ja,
eine Menge mit Uni zu tun und das Wochenende bin ich nicht da. Da bin ich auf Exkursion. Auf dem Vogelsberg. Genau, da komme ich her. Ja, der Vogelsberg. Jetzt würdet ihr euch fragen, warum macht der da eine Exkursion hin? Der Vogelsberg, total Langeweile. Ja, Studium. Bah. Ich finde das lustig, wir landen in dem Schrank. Warum auch immer. Ich möchte gerne Kuchen. Wir sind hungrig. Ja, cool. Die sind nett dafür, dass sie angeblich Menschen hassen. Ja, ich glaube, ich bin doch jetzt schon fast wieder bei den Typen, der hat auch hier drüben gewohnt, oder? Wir sind doch damals in die Höhle, erst hier rein und dann hoch in die Höhle. Da, Milch aus Hütte. Oh, ein Hoch auf mein Gedächtnis. Wir sind es wieder, dieses Schwert. Das Matamune. Woher habt ihr das? Nein, da ist nein, nicht. Warum steht dein Name ist auf dem Schwert, ja? Hm. Das ist jetzt eine Frage. Das ist, oh, das ist eine lange Geschichte. Naja. Ja, klar. Also auch nicht nur sie, sondern ich möchte es hören. Und ja, klar, fein mit der Tür ins Haus. Ein Traumstein. Okay. Hä? Ein roter Stein. Leider ist das sehr, sehr lange her. Woher weiß der das? Erzähl mir mehr. Na super. Ja, kaufen. Vielleicht hat er eine Waffe. Nein, nein, nur für sie. Ja, anscheinend war es das auch. Der Traumstein, den gibt es schon lange nicht mehr. Aber es wäre, das Spiel wird ja nicht Chrono Trigger heißen. Wenn wir denn nicht durch die Zeit reisen müssten. Und wir erinnern uns, es gab ja noch ein Portal. Und ich gehe... Ach du Scheiße. Wow. Der sah schrecklich aus. Ja, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Dum-dum-dum, wo ist hier? Wohnhaus? Ja. Es ist mir schon damals aufgefallen und jetzt scheinen wir es zu brauchen. Es sind ja mehr Portale da gewesen, als ich benutzt habe. Und eins, das führte doch übelst weit in die Vergangenheit. Das war irgendwo hier zum mystischen Berg, genau. Und da habe ich mich schon gewundert und ich denke, ja, oder ist das hier ein neues? Moment. Nein? Wieso habe ich nicht das genommen? Ha. Nein. Ja, das ist doch jetzt einfach gewesen. Ich denke, das ist richtig, aber... Nee, also, wie soll der denn bitte an so einen Stein gekommen sein? Ich meine, das sieht der aus, als ob er durch die Zeit reist. Oh, was zum Geier? Hä? Was ist denn das? Halb Menschen, halb Saurier. Das ist irgendwo eklig. Wie ist sowas entstanden? Halb Mensch, halb Saurier. Dann schauen wir mal. Ja, egal ob ich jetzt nun richtig gehe oder nicht, ich kann nicht zurück. Wir sind runtergefallen und ich habe kein Portal gesehen. Und im schlimmsten Fall hätte ich jetzt diese andere, wie heißt sie, nicht Marle, sondern Luca mitnehmen sollen. Was ist jetzt passiert? Warum liegt der? Ach, er schläft. Ach, das ist blöd. Ja, zack. Tot. Okay, die Gegner sind nicht sehr, sehr stark. Ich denke, die machen wir jetzt hier... Oh, Entschuldigung. Die machen wir jetzt hier locker fertig. Zack, zack. Und tot. Oder auch nicht. Genau, weg den Chrono auf. Der alte Ratze-Type. Es hatte mich schon die ganze Zeit gereizt, dieses Portal mal zu benutzen. Aber dann hatte mir vorher das Spiel mal vorgesagt, ja, hier, geh dahin, geh dahin. Und ich denke, das mit dem sehr lange her ist jetzt, also noch weiter zurück geht's auch gar nicht mehr. Ich meine, 65 Millionen Jahre vor jetzt? Das wäre in unserem Maßstab ja noch ein Tertiär. Ich glaube, das wollt ihr nicht wissen. Marle ist aufgestiegen, wunderbar. Och nee. Das werden immer mehr. Was ist jetzt los? Was? Hat er den Katzenschwanz? Was ist denn das?
können wir bewegen, sind ungewöhnlich für einen Menschen. Hä? Wer zum Geier war das denn und warum ist die... Also, ich glaube, die japanische Bezeichnung dafür wäre Neko gewesen. Wisst schon, diese halb